Hi Leute, willkommen bei unserem Livestream aus dem Planetarium Köln. Mein Name ist Tim und ich werde euch heute gemeinsam mit Jana, der Kamerafrau, die gleich vor die Kamera wechseln wird, durchs Planetarium führen. Und wir sprechen heute über Vulkane im Sonnensystem. Wird sehr spannend werden. Und also wir machen eine Reise von Mars bis zu den Jupitermonden bis zum Pluto, also eine Reise durch das komplette Sonnensystem. Schreibt mir gerne jetzt am Anfang, ob ihr mich hören könnt. Wir haben heute so ein Doppelmikro. Wir sind hier sehr kompliziert verkabelt. Also wenn ihr mich hören könnt, schreibt mir gerne mal in den Chat. Genau, und wir machen es natürlich wie in jeder Führung wieder so, wenn ihr während der Führung Fragen habt, während des Livestreams, dann schreibt gerne eure Fragen in den Chat. Wir werden am Ende eine große Fragerunde machen und da auf ganz viele Fragen eingehen. Während der Führung aber auch schon auf ein paar. Wer will, dass seine Frage und was er auch immer zu sagen hat, unbedingt gelesen wird, vorgelesen wird, der kann uns gerne was im Superchat spenden. Das hilft uns auch total, unsere Arbeit hier fortzuführen im Planetarium. Genau, das könnt ihr gerne machen. Außerdem, wenn ihr unsere Arbeit etwas unterstützen wollt, schaut auf jeden Fall mal in unserem Weltraumshop vorbei. Voyagershop.org habe ich euch oben im Chat auch angepinnt. Da gibt es echte Meteoriten, Astronautennahrung, meine Cartoon-Bücher über den Weltraum und vieles mehr. Und jeder Kauf unterstützt uns natürlich ein bisschen. Und letzte Sache, bevor wir wirklich loslegen, abonniert natürlich unbedingt meinen Channel. Ich stehe jetzt kurz vor den 50.000 Abos. Wenn ihr regelmäßig neue Weltraumvideos sehen wollt, dann abonniert den Kanal unbedingt. Und jetzt legen wir aber mal los. Also, Vulkane im Sonnensystem. Ist ein spannendes Thema, weil man Vulkanismus auf sehr vielen Himmelskörpern finden kann. Auf Planeten, Monden und Zwergplaneten und natürlich auch auf unserem eigenen Planeten der Erde. Diesen Vulkanismus auf der Erde, den werden wir aber heute mal komplett auslassen. Wir reden sozusagen nur über kosmischen Vulkanismus auf anderen Himmelskörpern. Und wenn wir damit fertig sind, dann gehen wir runter ins Planetarium und dort wird Jana euch dann ein paar Sternbilder erklären und zeigen, die man im Moment sehen kann. Danach kommt die Fragerunde. Das ist der Plan für heute. So. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal in unseren Vortragsraum, denn dort habe ich einige Bilder von Vulkanismus im Sonnensystem vorbereitet. Hat eigentlich jemand geschrieben, ob man mich hören kann? Ja, man kann uns hören. Fantastisch. Ich hoffe, mich auch. Fantastisch. Wir müssen aufpassen, dass wir die Kabel nicht auseinanderreißen. Genau, schreibt doch mal, ob ihr Jana hören können. Sag noch mal was, Jana. Hallo zusammen, könnt ihr mich hören? Genau, weil wir haben beide jetzt ein Mikrofon. Also das ist wirklich eine Revolution für unsere Livestreams. Okay, also Leute. Wenn man über Vulkane im Sonnensystem redet, dann kommt man an vor allem einem Vulkan auf keinen Fall vorbei, nämlich dem Olympus Mons. Das ist ein echtes Foto, finde es total irre. Kannst du mal gucken, Jana, ob das mit Licht oder ohne Licht besser ist bei den Folien? Ich habe die Hände voll hier, dann gib mir... ja, genau, mach selber. Ich glaube, es ist besser, ne? Für die Folien. Je nachdem, was die Leute lieber sehen wollen, dich oder Olympus Mons. Also ein kleines Licht. Naja, also das ist ein echtes Foto von Olympus Mons in den 70er Jahren aufgenommen von der Viking-Mission. Also schon vor 40 Jahren hatten wir solche beeindruckenden Bilder vom Mars. Das ist ja auch verrückt. Bei dieser Viking-Mission hatte man auch schon Bodenproben genommen. Also alles Sachen, die jetzt wieder aktuell sind. Man hat ja den Perseverance Rover jetzt auf den Mars geschickt. Und der wird auch nochmal den Boden analysieren und natürlich viel besser als damals die Viking, der Viking-Lander. Aber ich finde es witzig, dass wir 40 Jahre später im Prinzip immer noch die gleichen Dinge tun wie damals. Es gibt sogar einen NASA-Mitarbeiter, der behauptet, dass damals auf dem Mars Leben entdeckt wurde. Der sagt, bei einem der Versuche der Vikings, des Viking-Landegeräts wäre ein Indiz für Leben entdeckt worden, als man den Boden mit einer chemischen Substanz reagieren hat lassen. Aber er steht mit seiner Meinung ziemlich alleine da. Also wahrscheinlich wurde damals kein Leben gefunden. Naja, jedenfalls haben die Viking-Sonden dieses Foto von Olympus Mons gemacht. Ein beeindruckender Berg. Viele Leute sagen, er wäre der größte Berg im Sonnensystem, beziehungsweise der höchste. Es ist nicht ganz klar. Ich habe es eben nochmal recherchiert. In der deutschen Wikipedia steht, er sei der höchste Berg des Sonnensystems. In der englischsprachigen Wikipedia steht, er ist der zweithöchste. Expertenfrage an euch. Welcher ist wirklich der höchste Berg im Sonnensystem? Schreibt es mir gerne mal in den Chat, wenn ihr irgendeine Ahnung habt. Das ist eine schwierige Frage. Ich werde es natürlich gleich auflösen. Aber er ist auf jeden Fall einer der höchsten Berge, mindestens der zweithöchste und, das kann man sagen, der höchste Vulkan im Sonnensystem, mit Abstand. Denn seine Gipfelhöhe beträgt zum umliegenden Tiefland, also quasi das Tiefland, in dem der Berg drin ist, 26 Kilometer.
und zum mittleren Niveau des Marsbodens 22 Kilometer. Das heißt, der ist in so einer Tiefebene drin, die ist 4 Kilometer tiefer als das Umland. Also auf einmal gigantische Ausmaße, dreimal größer als der Mount Everest. Das ist schon heftig. Und man wundert sich so ein bisschen, warum gibt es auf so einem viel kleineren Planeten wie dem Mars einen viel höheren Berg als auf der Erde? Das hat zwei Gründe. Und ich gehe mal gerade ein bisschen nach hinten. Ich muss wieder aufpassen, dass ich das Mikrofon nicht wegreiße. Reicht aus. Reicht aus. Ne? Hier seht ihr auch nochmal Olympus Mons von oben. Sieht aus wie so ein Pfannkuchen. Es handelt sich nämlich um einen sogenannten Schildvulkan. Das heißt, das ist ein Vulkan, der ganz flach nach oben geht, in so pfannkuchenartigen Ebenen so ein bisschen. Also nicht ganz steil, sondern sehr groß. Ich glaube, der erstreckt sich über 600 Kilometer und geht dann eben sehr langsam nach oben. Das heißt aber nicht, dass die Wanderung zur Spitze leicht wäre. Also ich glaube, selbst Reinhold Messner hätte da so seine Probleme. Denn wenn ihr 600 Kilometer bergauf geht, bis zu 26 Kilometer Höhe, das dürfte sehr anstrengend werden. Na, der Grund, warum der Mars einen höheren Berg hat als die Erde, ist einerseits, dass der Mars keine Plattentektonik hat. Also auf dem Mars passiert nicht das, was auf der Erde passiert, dass die Platten aneinander rasen und da, wo die Erdplatten sich treffen, wird die Erde nach oben geschoben. Dort entstehen hohe Gebirge. So ist es auf dem Mars nicht, sondern das Innere, quasi die Lava aus dem Inneren, hat sich an wenigen Stellen an die Oberfläche befördert. Sie kann nicht zwischen den Platten entweichen und deswegen hat sie sich eine konkrete Stelle gesucht, die schwächste Stelle in der Marskruste, und dort ist sie rausgekommen. Und das ist eben das Gebiet um den Olympus Mons. Es gibt auf dem Mars also insgesamt weniger Gebirge, aber dafür sind die paar, die es gibt, höher. Der zweite Grund ist, die Schwerkraft auf dem Mars ist viel niedriger als auf der Erde. Das heißt, Berge können höher werden, ohne zu kollabieren. Würde man den Olympus Mons auf die Erde verfrachten, würde der einfach in sich zusammensacken. Weil die Schwerkraft auf der Erde ist zu hoch, das könnte der Olympus Mons nicht aushalten. Also, die beiden Gründe für die hohen Berge auf dem Mars oder für den hohen Berg ist niedrige Schwerkraft und keine Plattentektonik. Hat jemand meine Frage beantwortet, welcher Berg höher sein könnte? Nicht direkt. Marc hat geschrieben zum Thema höchster Berg, mein Berg der unerledigten Wäsche. Ja, genau. Und Till hat geantwortet, der Schuldenberg von Schalke 04. Genau, richtig. Das sind gute Antworten. Aber sonst glaube ich tatsächlich kann die Antwort nicht. Es ist auch ein bisschen knifflig. Also die Antwort ist der Berg Rhea Silvia. Rhea Silvia auf dem Asteroiden Vesta. Vesta ist ein sehr großer Asteroid, aber noch kleiner als ein Zwergplanet. Und auf Vesta gibt es einen Einschlagskrater. Also Vesta wurde selber mal von einem Asteroiden getroffen. Das ist jetzt ein riesiger Krater. Und in der Mitte von dem Krater ist ein Kraterberg. Und der heißt Rhea Silvia und der ist größer oder höher als Olympus Mons. Aber das ist schon Expertenwissen. So. Genau. Also Olympus Mons, der höchste Vulkan im Sonnensystem, wahrscheinlich sogar noch aktiv. Also man vermutet, dass er von einem geologisch noch kurzen Zeitraum sogar mal ausgebrochen ist. Das muss schon ein Spektakel sein, wenn dieser höchste Vulkan im Sonnensystem ausbricht. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann noch mit, das wäre was. Hier seht ihr den höchsten Vulkan auf der Venus, Mat Mons. Mat war eine ägyptische Göttin, also Berg der Mat sozusagen. Und der ist nicht so hoch, also 8 Kilometer ist auch schon stattlich, ne? Aber kein Vergleich zum Olympus Mons. Dafür gibt es auf der Venus insgesamt viel mehr Vulkane. Das ist auch eine Aufnahme von der Venus. Die ganze Oberfläche ist übersät mit sogenannten Pancake Domes. Also ein Vulkandom auf Deutsch ist eine Ausprägung von Lava nach oben. Also quasi kein Krater, das nennt man eine Caldera, sondern so eine Lava-Ausbuchtung nach oben. Und auf der Venus gibt es sogenannte Pancake Domes, weil die sehen aus wie Pfannkuchen. Überall auf der Venus sieht man diese pfannkuchenartigen Gebilde, Pancake Domes. Und die entstehen eben, wenn da Vulkane ausbrechen. Warum die jetzt genauso pfannkuchenartig aussehen, keine Ahnung. Dieser hier gehört zur Unterart der Zeckendomes, weil es sieht wirklich aus wie eine Zecke. Oder? Also ich habe es sofort gesehen. Kann einer von euch da eine Zecke erkennen? Ja, oder? Ich finde, das sieht ziemlich deutlich aus wie eine Zecke. Also eine Pfannkuchenzecke sozusagen. Und Venus ist also übersät mit Vulkanen. Venus ist der Planet mit dem krassesten Vulkanismus. Auf der Venus gibt es überall Lavaströme, es ist super heiß, es regnet Schwefelsäure, also wirklich so eine Höllenwelt, könnte man sagen. Venus ist allerdings nicht der Himmelskörper mit dem aktivsten Vulkanismus im Sonnensystem. Sie ist der
Planet mit dem meisten Vulkanismus, aber es gibt andere Himmelskörper, auf denen es noch mehr Vulkane gibt. Und das ist vor allem Io. Io ist ein Mond von Jupiter. Er sieht so ein bisschen aus wie so eine Pizza, deswegen nennt man ihn auch manchmal den Pizzamond. Und man sieht es schon ein bisschen, der ist so gelb-orange und das liegt am Schwefel. Also überall auf Io ist Schwefel, und das Mikrofon verheddert sich hier die ganze Zeit. Überall auf Io gibt es so riesige Schwefelbäder und Vulkane. Und tatsächlich für seine Größe, also er ist kleiner als Venus, aber für seine Größe gibt es dort eben noch mehr Vulkane. Und das hier ist ein echtes Foto von Io. Das ist das sogenannte Tupan Pantera. Das ist ein, das sieht ein bisschen aus wie so eine offene Wunde oder so. Das ist ein bisschen eklig. Jedenfalls ist das ein riesiges Schwefelbecken. Das ist 70 Kilometer im Durchmesser. Das ist komplett voll mit Schwefel. Also ein riesiger, offener Vulkan. 70 Kilometer groß. Stellt euch das mal vor. Vielleicht waren ja einige von euch schon mal beim Vesuv oder beim Ätna. Jetzt stellt euch das mal in 70 Kilometer vor, die Krateröffnung. Und wie man sieht, ist das auch noch aktiv. Also da ist Lava, Schwefel drin. Und man vermutet sogar, dass aus diesem Tupan Pantera immer wieder Schwefel rausgeschleudert wird in die Umlaufbahn von Io oder eben in die Umlaufbahn von Jupiter. Und diese Schwefelausbrüche, die treffen dann andere Monde von Jupiter und färben die rot. Witzig, oder? Es gibt Monde von Jupiter, die haben so eine rote Färbung, weil sie von Vulkanausbrüchen von Io mit Schwefel bombardiert werden. Jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, das ist auch ein echtes Foto von Io. Und eigentlich sollte das ein Video sein, aber dieser PC hier, auf dem Windows 2000 läuft, der macht mir wieder einen Strich durch die Rechnung. Und da oben seht ihr einen Vulkanausbruch. Den hat man live gefilmt. Also man hat einen echten Vulkanausbruch auf Io filmen können. Super beeindruckend. Und ja, Io ist einer dieser Himmelskörper, auf denen es sehr wahrscheinlich kein Leben gibt. Es gibt viele Jupitermonde, auf denen man Wasser vermutet, kommen wir gleich noch zu, vielleicht Leben, aber auf Io ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Und habe ich eben noch gelesen, zufälligerweise, bevor man diese Monde das erste Mal wirklich gesehen hatte, die Voyager-Sonden sind die ersten Sonden, die Bilder von den Monden der Gasplaneten gemacht haben, dachte man, dass alle Monde im Sonnensystem ungefähr so aussehen wie unser Mond. Echt witzig, ne? Man dachte ja, Jupiter hat ganz viele Monde und die sehen alle so aus wie unser Mond. Irgendwie ein bisschen naiv. Und dann durch die Voyager-Sonden hat man gesehen, oha, es gibt hier einen Mond, der ist gelb und der hat Vulkane. Und es gibt einen Mond, den ich euch jetzt zeige, der hat Wasser, flüssiges Wasser. Das ist Enceladus, ein Mond von Saturn. Der steht jetzt exemplarisch für ganz viele andere Monde. Man nennt die Eismonde. Jupiter hat Eismonde, wie zum Beispiel Europa, so heißt der. Saturn hat Eismonde wie Enceladus. Neptun hat Eismonde wie Triton. Ich glaube Uranus auch, Miranda oder so. Sie haben alle Eismonde. Diese Monde bestehen aus Stein, aber es gibt einen großen Anteil von Wassereis. Also überall gefrorenes Eis. So, jetzt fragt ihr euch, was hat das mit dem Thema Vulkanismus zu tun? Man spricht dann von sogenannten Kryovulkanen, Eisvulkane. Das sind Vulkane, aus denen kommt kein Lava und kein Schwefel raus, sondern flüssiges Wasser. Und das sehen wir hier. Diese ja, Ausbrüche da, das ist alles Wasser, was aus Enceladus rausgespritzt kommt. Moment. Ja, gucken wir uns mal das an. Also das funktioniert wie folgt. Oder das frage ich euch erstmal, bevor ich euch das zeige. Vielleicht weiß es jemand von euch. Wie kann es sein, dass so weit hinten im Sonnensystem, bei Jupiter und Saturn, wo es ja eigentlich sehr, sehr kalt ist, wie kann es sein, dass es dort flüssiges Wasser gibt? Also wie schmilzt das Wasser und kommt dann an der Oberfläche rausgespritzt? Wenn ihr eine Ahnung habt, schreibt es mir gerne mal. Das hier ist auch ein echtes Foto, ich glaube aufgenommen von der Sonde Cassini. Und was ihr hier seht ist, hier ist Enceladus und das da ist ein Ring des Saturns, der sogenannte E-Ring. Viele Leute denken, Saturn hätte einen großen Ring. Dabei sind es super viele kleine. Es sind über 100.000 einzelne Ringe. Und die unterteilt man eben in A, B, C und D und E-Ring. Das ist der E-Ring. Und das klingt ein bisschen wie Ehering, aber es ist nur der Buchstabe E. Und dieser Ring wird gespeist von den Vulkanausbrüchen auf Enceladus, wie ihr seht. Enceladus spritzt heißes Wasser in diesen Ring rein.
und erhöht somit die Materialdichte des E-Rings. Jemand geschrieben, wie das sein kann, dass da flüssiges Wasser entsteht? Ja, verschiedene haben geschrieben. Einer schreibt, weil sie durchgeknetet werden, wegen des Drucks. Die Kerne der Planeten und Monde sind ja meistens sehr heiß, durch die Hitze des Kerns und so weiter und so weiter. Also das stimmt, der Kern ist natürlich heiß, wie bei der Erde auch. Das alleine würde noch nicht genügen, aber einige von euch haben es geschrieben. Hier schreiben jetzt auch noch ganz viele durch Gezeitenkräfte. Genau, sehr gut. Gezeitenkräfte, also die werden durchgeknetet, das sage ich auch immer. Und zwar ist es so, oben an der Oberfläche haben wir eben jede Menge Eis, super kalt. So, unter der Oberfläche haben wir flüssiges Wasser, einen unterirdischen Ozean. Wer weiß übrigens, was es da gibt, ne? Vielleicht leben in diesem unterirdischen Ozean ja irgendwelche Lebensformen. Bakterien oder sogar höher entwickelte Lebewesen. Wenn wir an einem Ort im Sonnensystem Leben finden werden, außerirdisches Leben, dann mit Sicherheit in einem der unterirdischen Ozeane der Eismonde. Ja, und wie wird das Wasser flüssig? Einerseits durch den heißen Kern und, wie ihr geschrieben habt, durch die Gezeitenkräfte. Hier steht jetzt Tidal Heating, Gezeitenerhitzung sozusagen. Denn diese Monde werden durch die Schwerkraft der Planeten regelrecht durchgeknetet. Ein bisschen ist das auch bei der Erde und unserem Mond so. Ne? Also die Schwerkraft der Erde, die knetet den Mond ein bisschen durch und umgekehrt. Aber Erde und Mond sind relativ ähnlich groß. Klar, der Mond ist kleiner als die Erde, aber relativ ähnlich. Enceladus ist im Vergleich zu Saturn ein absolutes Fliegengewicht. Das heißt, die Schwerkraft von Saturn, die wirkt so extrem auf Enceladus, dass sie ihn regelrecht durchknetet. Durch diese Schwerkraftwirkung entsteht Energie und Hitze. Das Eis schmilzt und kann als heißes Wasser an der Oberfläche rausspritzen. Also total interessant. Für flüssiges Wasser müssen wir nicht nah genug an der Sonne sein. Wir können auch durch Gezeitenkräfte flüssiges Wasser erzeugen. So. Genau, das heißt, wir haben im äußeren Sonnensystem also diese Kryovulkane. Und bislang dachte man, okay, Kryovulkane gibt es bei Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun vielleicht. Jetzt glaubt man, dass es die auch beim Pluto geben könnte. Hier seht ihr dieses wunderschöne Bild vom Pluto, was die Sonde New Horizons 2016, glaube ich, gemacht hat. Und auf dem man die Oberfläche des Plutos erstmalig wirklich gesehen hat. Vorher kannte man die gar nicht. Und da hat man eben auch gesehen, auf der Oberfläche vom Pluto haben wir total unterschiedliche Landschaften. Ne? Hochgebirge, dieses Herz, das ist so ein Tal. Und wir haben Eis, Wassereis. Im Prinzip ist Pluto ein bisschen wie ein Mond von einem Gasplaneten. Und es gibt ja auch die Theorie, dass Pluto mal der Mond von einem Gasplaneten war. Pluto könnte mal der Mond von Neptun gewesen sein und dann aus der Neptun-Umlaufbahn rausgeschleudert worden sein. Aber das ist nur eine Theorie. Und auf der Oberfläche von Pluto sieht es wahrscheinlich irgendwie so aus. Das ist natürlich kein echtes Foto. Ne? Man hat noch nie einen Roboter darunter geschickt oder so. Also ungefähr sieht es da aus. Expertenfrage, welchen Himmelskörper sieht man da oben? Was ist das? Vielleicht kommt einer von euch drauf. Also was, wenn ihr auf Pluto stehen würdet, welchen Himmelskörper würdet ihr so nah am Himmel sehen? Na, jedenfalls seht ihr es hier schon, auch auf Pluto könnte es gut sein, zumindest hat dieser Künstler es sich so vorgestellt, dass dort Geysire an der Oberfläche sind und heißes Wasser aus dem Inneren spritzt. Ja, man hat sogar festgestellt, dass das könnte damit zusammenhängen, dass Plutos Atmosphäre kollabiert. Pluto hat eine ganz dünne Atmosphäre und die ist irgendwie jetzt vor ein paar Monaten hat man festgestellt, dass die um irgendwie 80% hat die an Masse verloren. Das heißt, man kann wirklich sagen, die Atmosphäre von Pluto verschwindet gerade. Man weiß nicht so richtig warum. Man hat vermutet früher, dass es so einen Atmosphärenzyklus auf Pluto gibt. Der hat nämlich eine sehr elliptische Umlaufbahn um die Sonne. Je näher der Sonne kommt, desto wärmer wird es auf dem Pluto. Das Eis schmilzt, verdampft an die Oberfläche und die Atmosphäre wird dichter. Wenn er sich von der Sonne weg entfernt, wird es wieder kälter und die Atmosphäre wird weniger dicht. Aber diese Schwankung um 80%, dass die Atmosphäre so kollabiert, die ist dadurch nicht zu erklären. Und deswegen glauben jetzt einige, dass es auf Pluto unterirdische Seen gibt und in denen leben irgendwelche Alien-Bakterien und durch deren Stoffwechsel wird die Atmosphäre beeinflusst. Das ist eine irre Theorie. Aber warum nicht? Ne? Vielleicht gibt es auf Pluto unterirdische Alien-Bakterien, deren Stoffwechsel wiederum Geysire an der Oberfläche aktiviert und dadurch wird die Atmosphäre beeinflusst. Das fände ich ziemlich cool. So Pluto-Bakterien, das wäre doch mal was, wenn man das beweisen könnte. Und ich finde das nicht so unrealistisch,
Denn wenn man mal so drüber nachdenkt, kommt einem das doch bekannt vor. Denn auf der Erde gibt es auch sowas. Das sind sogenannte Black Smoker oder schwarze Raucher auf Deutsch. Und man vermutet, oder einige vermuten, dass das Leben auf der Erde an diesen Orten entstanden ist. Es weiß keiner so genau, wie Leben entsteht. Man weiß zwar, was Leben zum Existieren braucht, aber wie Leben entsteht, weiß keiner. Im Prinzip muss ja irgendwann aus anorganischem Material organisches Material entstanden sein. Aber wie? Keine Ahnung. Und deswegen gibt es die Theorie, dass sowas auf dem Boden der Weltmeere geschehen ist, in diesen Unterwassergeysieren. Denn dort haben wir eben extreme Bedingungen, einen sehr hohen Druck, der die Temperatur, bei der Wasser verdampft, erhöht. Und unter diesen extremen Bedingungen, in so Hydrothermalquellen, heißt das, könnte dann eben Leben entstanden sein. Das ist eine Theorie. Und wenn das auf der Erde so passiert wäre, dass unter Wasser in diesen Geysieren Leben entstanden ist, und wir wissen, dass es auf den Eismonden und vielleicht auf Pluto unterirdische Ozeane, wahrscheinlich mit unterirdischen Kryogeysieren gibt, dann wäre doch die Idee naheliegend, dass dort Leben entstanden sein könnte, oder? Das heißt, vielleicht führt uns die Untersuchung von Vulkanen im Sonnensystem zum Fund von außerirdischem Leben. Das wäre schon eine ziemliche Sensation. So, ja, das war jetzt ein kleiner Überblick über die Vulkane im Sonnensystem. Du musst noch das Bild mit dem Mond auflösen. Ach so, stimmt. Was haben denn die Leute geschrieben? Ganz viele haben Charon geschrieben. Sehr gut, genau so ist es. Das soll Charon sein, der Mond von Pluto, beziehungsweise Charon und Pluto sind, also Charon ist kleiner als Pluto, aber sie sind sehr ähnlich groß und haben eine relativ ähnliche Masse. Deswegen gibt es einige Leute, die sagen, Charon ist gar kein Mond vom Pluto, sondern Pluto und Charon sind ein Doppelplanet, sagen einige. Das ist aber nur Definitionssache. Pluto hat, glaube ich, noch drei andere kleine Monde, Nix heißt einer, also, aber weiß ich nicht. Charon ist auf jeden Fall der größte. Sehr gut, Leute, das war ein kleiner Überblick über die Vulkane im Sonnensystem. Wie ihr seht, ein Thema, was wichtiger ist, als man denkt, vor allem bei der Suche nach außerirdischem Leben. Jetzt werden wir mal Richtung Planetarium gehen und dort wird Jana euch dann ein bisschen was über den Sternenhimmel erklären. Gehen wir mal hier lang. Was ist denn dein Lieblingsvulkan? Hat das jemand gefragt? Mhm. Mein Lieblingsvulkan. Also auf der Erde gibt es natürlich unfassbar viele Vulkane, aber ich kenne die eigentlich nicht. Doch, mein Lieblingsvulkan ist Mount Taranaki in Neuseeland. Da war ich nämlich mal und ich bin da rumgewandert. Der ist super schön, der Vulkan. Ist wirklich total malerisch. Müsst ihr mal googeln. So, genau, bevor wir runtergehen, kurzer Werbungsblock. Also Leute, wenn ihr uns etwas unterstützen wollt in unserer Führung hier, dann schaut unbedingt in unserem Shop vorbei, voyagershop.org. Da könnt ihr unter anderem unsere Weltraumbücher kaufen. Die habe ich selber gezeichnet und geschrieben. Bei dem Buch hier hat Jana auch mitgeschrieben. Und in diesen Büchern gibt es super viele Cartoons über den Weltraum und Erklärungstexte. Auch ein eigenes Kapitel über jeden Planeten. Auch ein Text zum Olympus Mons auf dem Mars. Und genau, mit jedem Kauf unterstützt ihr uns ein bisschen. Wenn ihr den Link benutzt, den ich oben im Chat angepinnt habe, dann kriegt ihr Rabatt auf alles im Shop. Meteoriten, Astronautennahrung, Bücher. Also schaut mal vorbei. Jetzt gehen wir runter. Mhm. Das heißt, wir tauschen jetzt. Mhm. Aber nicht vorher da, ne? Nee. Jetzt klebe ich am Klebeband fest. So muss es gehen, oder? So geht's, glaube ich, wenn du mir folgst. Ich folge dir. Sehr gut. So, Leute, wir folgen Jana ins Planetarium und erfahren etwas über den Sternenhimmel. Beziehungsweise wir wollten ja erst nochmal unser Planetarium vorstellen. Wir hatten das schon ein paar Mal in unseren Livestreams gemacht, dass wir dieses Gerät vorgestellt haben. Wenn man an Planetarium denkt oder das hört, dann denkt man ja meistens immer erst an so ein Haus mit so einer großen Kuppel oben drüber. Aber in Wahrheit ist das ein Planetarium, nämlich das, was hier in der Mitte steht. Wir können ja mal näher dran gehen. Das funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier in der Mitte, ich nenne es mal den Steuercomputer, da kann man ganz viele Knöpfe drücken, das zeige ich euch gleich. Aber das Herzstück vom Planetarium ist diese Kugel hier. Und das funktioniert so. In der Kugel ist eine ganz normale Glühbirne. Und hier sind ganz viele kleine Bullaugen. Ne? Die seht ihr hier. Und hinter diesen Klappen sieht man so eine kleine Linse. Und dahinter versteckt sich so eine Art Sternenschablone. Und wenn die Lampe von im Inneren leuchtet, dann kann man... Dann fällt das Licht durch diese Sternschablone, die Klappe hier fällt runter und die Sterne werden an den Himmel, an die Kuppel hier oben projiziert.
Das ist einmal das, um die Sterne zu zeigen. Dann kann unser Planetarium, das übrigens aus den 60er Jahren stammt, ein sogenanntes ZKP1, steht in Jena im Optischen Museum als historisches Ausstellungsstück. Wir waren mal da. Genau, und das fanden wir sehr lustig. Und hier ist es immer noch voll im Betrieb. Genau, diese Stäbe, die ihr hier seht, das sind die sogenannten Planetenstäbe. Die kann man rausnehmen. Das mache ich einmal mit der Venus. Das sieht dann so aus. Hier sehen wir, dass es die Venus ist. Und hier steckt eine Glühbirne drin, die leuchtet. Und mit dem Spiegel, den man hier sieht, kann man den Planet am Himmel justieren. Man steckt das dann hier wieder rein. Vorführeffekt. Muss ein bisschen. Ja. So, dann kann man das hier drehen und mit dem Spiegel eben die Höhe am Himmel einstellen. Also komplett analog. Komplett analog. Und dann stehen hier unten noch ganz viele Geräte auf dem Boden des Planetariums. Damit können wir unter anderem Polarlichter zeigen, Sternschnuppen, Doppelsterne. Noch irgendwas? Polarlichter? Ach, schon gesagt, genau. Polarlichter, ja. Genau, also ein kunterbunter alter Haufen, der uns noch viel Freude bereitet. Ja, 50 Jahre ist das Ding alt, muss man sich mal vorstellen. Genau. Und wenn wir uns mal den Steuercomputer anschauen, nennt man das eigentlich so, oder? Ich glaube, da gibt es keinen richtigen Namen für. Genau, dann gibt es einmal hier den wichtigsten Knopf, den Tagesgang. Wenn man den dreht, bewegt sich oben die Kugel. Die macht auch noch richtig Geräusche. Und aufgrund der Schwerkraft bewegen sich dann auch diese kleinen Bullaugen. Ah, ich bin zu klein. Und diese Klappen innen drin fallen dann runter, je nachdem, wie sich das Ding bewegt. Mhm. Genau, das ist im Grunde schon alles, was ein Planetarium ausmacht. Genau, heutzutage sind die halt komplett digital. Ne? Die Nachfolgemodelle, die haben natürlich gar nicht mehr so Glühbirnen und alles. Da wird einfach alles vom Computer digital erzeugt. Aber bei uns ist noch alles analog. So, jetzt wird's dunkel. Jetzt wollte ich euch nämlich die Sternbilder zeigen. Und zwar habe ich mir gedacht, das letzte Mal haben wir euch die Wintersternbilder gezeigt, die Herbststernbilder haben wir euch auch mal gezeigt. Heute sind die sogenannten zirkumpolaren Sternbilder dran. Ihr könnt ja mal schreiben, was das berühmteste Sternbild für euch ist überhaupt. Das ist nämlich ein zirkumpolares. Und ich erkläre euch mal die Besonderheit daran. Zeige euch erstmal, welche Sternbilder das sind. Der hier, das ist der kleine Wagen. Dann haben wir hier den großen Bären bzw. Bärin. Jemand schreibt auch schon, das bekannteste zirkumpolare Sternbild ist der große Wagen. Sehr gut, genau. Das ist der große Wagen, der hier bzw. auch der große Bär. Dann haben wir hier auf der Seite die Cassiopeia. Und ich mache jetzt mal die Sternbildstreifen aus und zeige euch die Sterne dazu. Geht nicht? Warum geht das nicht mehr? Kann man den Mauszeiger überhaupt noch bewegen? Nein. Nein, aber neu starten. Ah, guck mal, Terania spendet 3 Euro im Superchat. Das ist sehr lieb. Das ist super lieb. Ja, du musst nochmal neu starten, glaube ich. Ich glaube, PC oder was? Mach mal. Geht auch nicht, ne? Geht auch nicht. Dann gehen wir mal zusammen zum Computer. Ja, ihr seht, die Technik hier ist so alt, dass manchmal einfach das Ding hängen bleibt. Man lässt den Computer einfach mal ein paar Minuten außer Augen und dann. Mach den einfach mal, start immer neu. Genau. Seht ihr hier live, wie wir den Computer neu starten? Die Sterne gehen aus. Jetzt ist alles ganz dunkel, aber wir sind noch da. Ich kann euch schon mal die Geschichte erzählen, die ich euch erzählen wollte. Hm. Und zwar zeige ich euch ja gleich den. Hast du mal angemacht? Wagen und den kleinen Wagen. Und dazu gibt es eine fantastische Geschichte, weil sich ja die alten Griechen, die damals die Sternbilder ja nicht erfunden haben, aber die die Sternbilder quasi gezeichnet haben, die haben sich zu jedem Sternbild auch eine Geschichte überlegt. Und die Geschichte zum großen Wagen handelt von Callisto, einer Frau, dem Gott Zeus, seiner Frau Hera und dem Sohn, dem unehelichen Sohn Arkas. Callisto kommt vielleicht einigen bekannt vor, das ist ja auch einer der galileischen Monde, ne? Richtig. Ja. Genau. Und ja, Callisto und Zeus hatten zusammen einen Sohn gezeugt, den Arkas. Und die Ehefrau von Zeus war deswegen natürlich so ein bisschen erbost und dachte sich so, das geht nicht, ihr könnt nicht einfach hier ein Kind zeugen. Und deswegen hat sie Callisto in eine Bärin verwandelt. Ja, deswegen auch große Bärin. Und ja, Callisto hat sich aufgrund ihrer Gestalt so sehr geschämt, dass sie sich ja, fortan nur noch in den Wäldern versteckt hielt. Und der Sohn Arkas, der ist aber ganz normal aufgewachsen. Genau, und eines Tages ist er in den Wald gegangen, um zu jagen. Und hat dann eine Bärin getroffen,
Das war Callisto und das wusste er aber nicht. Das heißt, Arkas wollte diese Bärin erschießen. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr geht in den Wald und dann rennt so eine Bärin auf euch zu. Und genau, Arkas zückte dann sein Gewehr oder Pfeil und Bogen, was er damals so hatte. Gewehr hat er wahrscheinlich noch nicht. Das ist noch wahrscheinlich noch nicht, genau. Oder seine Steinschleuder. Ja, und wollte die Bärin Callisto töten, ohne zu wissen, dass es seine Mutter ist. Aber Zeus hat sich darum gekümmert, hat das nämlich diese Szene beobachtet und hat gesagt, das kann ich nicht passieren lassen, dass die Mutter von dem eigenen Sohn getötet wird. Deswegen schwinge ich beide an den Himmel. Und deswegen hat er die Bärin am Schwanz gefasst, hat sie um sich herumgeschleudert und an den Himmel versetzt als Sternbild. Jetzt ist sie da. Und den kleinen Arkas hinterher, genau. Und jetzt ist es da, sehr gut. Sascha schreibt, Zeus, der alte schwere Nöter, hatte ja ohne Ende Frauengeschichten. Richtig. Tja, das Problem ist nicht der Computer, sondern der Touchscreen hier. Der geht nicht, oder was? Nee, der reagiert nicht mehr. Okay. Egal, die Sternbilder haben wir ja. Ich kann euch jetzt leider nicht wirklich die Sterne zeigen. Aber der große Wagen, das ist dieser Part hier. Genau, du kannst ja parallel mal versuchen, es zu retten. Der große Wagen besteht aus einem Viereck, diesen vier Sternen. 1, 2, 3, 4. Und dann hat er eine Wagendeichsel. 1, 2, 3, bis hierhin. Diese Linie zählt nicht mehr dazu. Ja, also diese 7 Sterne verbinden zusammen den großen Wagen. Und es sieht ja wirklich aus wie so ein großer Wagen, wenn man sich ihn noch so Räder vorstellt. Dann sieht es ein bisschen aus wie so ein Einkaufswagen. Das ist der große Wagen. Und der große Wagen ist halt wirklich in Wahrheit gar kein astronomisches Sternbild, sondern Teil eines größeren Sternbildes, nämlich der großen Bärin, die wir hier sehen. Dafür verlängert man einfach den großen Wagen bis hier vorne hin. Wichtig sind auch die beiden Pfoten, einmal hier vorne und die hinteren beiden Pfoten. Kann man auch draußen wunderbar gut erkennen. Das ist dann die große Bärin. Und hier erkennen wir auch die Geschichte mit dem, warum Zeus die Bärin am Schwanz gefasst hat und sie um sich herum geschleudert hat. Das ist nämlich die Erklärung, warum der Bärenschwanz so lang geraten ist. Erzählten sich zumindest die Griechen damals. Der ist halt einfach in die Länge gedehnt worden, nachdem sie an den Himmel geschleudert wurde. So, hast du hier was gemacht, oder? Nee, der Bildschirm will nicht. Das heißt, okay, schade. Wir können nichts weiter mit dem Sternhimmel tun. Okay, aber wir sehen ja die Konstellation, von daher kann ich ihn trotzdem weitererzählen. Genau. So, und mit der Besonderheit vom großen Wagen ist nämlich, dass man mit ihm den Polarstern findet. Der Polarstern ist ja einer der wichtigsten Sterne an unserem Himmel, an unserem Nordhimmel, weil er im Grunde fast genau auf dem Himmelsnordpol steht. Und wenn man sich irgendwie verlaufen hat und kein GPS hat oder so, dann muss man einfach den Polarstern finden und weiß dann zumindest schon mal, wo Norden ist. Ob man das dann nach Hause bringt, weiß man nicht, aber immerhin ist man schon mal ein bisschen orientierter. Und den findet man mit folgendem Trick. Wir nehmen diese beiden Sterne, diesen hier, und die haben eine Entfernung zueinander, diese Linie. Und diese Entfernung verlängern wir um das 4- bis 5-fache in diese Richtung. Also wäre das 1, 2, 3, 4, 5. Das ist er. Das ist unser Polarstern. Und wie wir sehen, klebt dieser Polarstern genau am kleinen Wagen. Denn der kleine Wagen besteht aus diesem Stern. Diesem Stern, der Stern, den wir jetzt nicht erkennen können. Diesen. Und dem Viereck hier. Das ist der kleine Wagen. Sieht im Grunde fast genauso aus wie der große Wagen, nur so ein bisschen kleiner. Und in Köln kann man leider nur die vorderen beiden Kastensterne sehen und den Polarstern. Ihr könnt ja gleich mal rausgucken bei euch, wie es bei euch aussieht, ob ihr wirklich alles vom kleinen Wagen sehen könnt oder wie bei uns in der Großstadt eben nur die vorderen beiden Kastensterne. So, jetzt habe ich eine Nackensperre bekommen, muss ich mal aufstellen. Genau, was gibt es zum Polarstern zu erzählen? Der Polarstern ist ein Dreifachsternsystem bzw. ein Doppelsternsystem mit einem weiteren dritten Begleiter. Das ist ja gar nicht so selten bei uns im Universum, ne, oder in der Milchstraße, dass viele Sterne einfach Mehrfachsternsysteme sind. Genau. Und der ist um die 430 Lichtjahre entfernt. So, dann ein weiteres zirkumpolares Sternbild, hatte ich gerade schon angekündigt, ist die Cassiopeia. Auch bekannt als das Himmels-W. Und die sieht ja wirklich aus wie ein W, ne? Besteht aus 5 Sternen. Und da hatte ich schon vor 2 Wochen mal drüber berichtet, das war bei den alten Griechen damals eine äthiopische Königin, die sich immer als die schönste Frau der Welt bezeichnet hat und dadurch ziemlich viel Chaos angerichtet hat. Das hier ist nicht ihr Haus, sondern ihr Mann. Wie heißt er nochmal? Ketos? Ketos, glaube ich, ja. Genau, sieht so ein bisschen aus wie das Haus vom Nikolaus. Kann man deswegen auch sehr gut draußen erkennen.
Genau. Und das Besondere an diesen zirkumpolaren Sternbildern ist, dass sie sich alle um den Polarstern herumdrehen. Wenn ich den Nachlass weiterlaufen lassen würde, was ich jetzt leider aufgrund des Touchscreens-Fehlers nicht machen kann, würden sich alle in diese Richtung um den Polarstern herumdrehen. Und sie gehen nicht unter. Und sie gehen niemals unter, genau. Und das machen diese zirkumpolaren Sternbilder aus. Also Zirkum, ne, für, was ist das, Latein, ja, herum. Ja. Und Polar von Polus, Griechisch. Oh, gute Frage, was Polar, so, woher das kommt? Weiß ich glaube, es kommt von Polus. Genau, also um den Pol herum, um den Himmelspol herum. Genau, und die gehen halt, wie gesagt, nicht unter. Das heißt, diese Sternbilder, die hier oben bei uns im Norden zirkumpolar sind, die kann man auf der Südhalbkugel niemals sehen. Und eine Erklärung noch zu der Geschichte, die ich vorhin erzählt hatte mit Kallisto und ihrem Sohn Arkas. Hera war am Ende ziemlich sauer, als Zeus sie dann doch als Sternbilder in den Himmel verfrachtet hat, weil sie dachte sich, nee, das haben die nicht verdient. Und deswegen hat sie die Meeresgötter darum gebeten, dass sie den beiden, Kallisto und Arkas, jegliche Gewässer verweigert. Das heißt, dass Kallisto und Arkas niemals baden können. Und das ist der Grund, warum sie immer am Horizont quasi vorbeirutschen, ne, wenn sie sich um den Polarstern herumdrehen. Sie gehen niemals unter. Das heißt, sie kommen niemals der Erde so nah, dass sie in ein Gewässer eintreten könnten. Ja, das war noch so die Erklärung dazu. Genau, was wir hier noch sehen, diese Formation, das ist der Drache. Auch ein zirkumpolares Sternbild, ne, auch sehr nah am Polarstern dran. Und auch der dreht sich halt das ganze Jahr über um den Polarstern herum. Aber den kann man sehr, sehr schlecht sehen. Das kleine Viereck hier, das kann man einigermaßen erkennen. Aber diese schlängelige Linie kann man zumindest in Köln nicht so gut erkennen. Gut. So viel dazu. Habe ich irgendwas vergessen zu dem zirkumpolaren Sternbild? Nee, ich glaube, es war gut. Glaubst du, war gut? Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch. Gehen wir hoch und machen unsere Fragerunde, ne? Müssen wir später herausfinden. Du stellst sich wieder Rede und Antwort. Müssen wir schauen, was mit dem PC hier los ist. Es gibt ja immer irgendwas hier, was wir verbessern können. Ja, das stimmt. So, okay, wir gehen mal wieder hoch. Also stellt mal eure Fragen im Chat, ich versuche sie dann... Jetzt habe ich mein Handy schon wieder unten vergessen, das brauche ich natürlich nicht. Okay, dann halte ich mal kurz. Dann muss ich mein Mikro auch abmachen. Ja. So, wer gerne ihr Handy holt, machen wir hier schon mal unsere Beleuchtung an. Wir sind hier professionell ausgestattet. Hier ist ein Kameralicht, da hinten ist ein Kameralicht. Das Wandgemälde hier zeigen wir irgendwie nie in den Livestreams. Wahrscheinlich, weil das so ein bisschen brutal ist. Also wenn damit Leute verbrannt, das ist so eine Geschichte der Astronomie. So. Sehr gut, also stellt gern eure Fragen. Genau, wir machen jetzt am Ende die Fragerunde. Das heißt, stellt jetzt eure Fragen. Und wir antworten drauf. Ihr könnt natürlich auch explizit eine Frage an Jana stellen. Dann wird Jana die Frage beantworten. Wir starten aber erstmal mit dir, würde ich sagen. Jana freut sich darüber sehr. Ich gehe wieder hinter die Kamera. Genau. Du wolltest dich da einstellen, glaube ich. Ja. Ne? Genau. Da ist das Licht besser. Ja. Okay, Leute. Ja, eine Frage habe ich eben schon gesehen von Ivan. Mal gucken. Genau. Ivan fragt nämlich, von welchem Punkt misst man die Höhe der Vulkane auf anderen Planeten? Dort gibt es ja kein Meer. Das stimmt, genau. Auf der Erde misst man ja immer vom Meeresspiegel. Deswegen gibt es auf der Erde auch immer eindeutige Angaben für die Höhe von Bergen oder Vulkanen oder überhaupt von Ortschaften. Deswegen ist es auch so verwirrend mit den Angaben. Wir haben ja eben schon gesagt, Olympus Mons ist, manche sagen 26 Kilometer hoch, andere sagen 22. Weil 26 wäre halt bis zum Fuß des Berges im Umland, was er runtergedrückt hat. Und 22 wäre von der mittleren Maßebene nicht mehr in diesem Umland. Also im Prinzip muss man auf anderen Planeten halt ein mittleres Terrainniveau errechnen. Das kann man aber. Es gibt echt haargenaue topografische, heißt das so? Ich glaube, topografische Karten vom Mars. Sage ich ja immer, man hat den Mars besser kartografiert als die Tiefsee. Ist total verrückt. Das heißt, man hat Karten vom Mars mit Höhenniveau und kann dann einen mittleren Mars-Bodenwert, gibt es bestimmt ein besseres Wort für, ausrechnen. Und das ist dann quasi der Mars-Meeresspiegel. Stefan Funke spendet 10 Euro im Superchat. Und er sagt, hab keine Frage, einfach kleine Unterstützung für eure wunderbare Arbeit. Vielen Dank. Super lieb, vielen Dank, Stefan, das freut uns sehr. Und ein User fragt, was haben denn Sternbilder mit Vulkanen zu tun? ich glaube, er kam vielleicht zu spät. Also wir machen das ja immer so, dass wir einen Themenvortrag machen, ja. Den macht der Tim. Und ich zeige unten einfach die aktuellen oder besondere Sternbilder. Genau, es hat tatsächlich nichts damit zu tun. Aber wir zeigen immer am Ende richtigen Sternenhimmel. Aber du kannst, oder man kann allgemein die Streams auch nochmal gucken, wenn die vorbei sind. Und dann kann man den Vulkanpart am Anfang sich nochmal angucken. Noch habe ich aktuell keine Fragen, außer an mich eine, was mein Lieblingsvulkan ist. Ja, dann. Von Paul. Dreh mal um.
Ja, okay. Vor allem, du bist doch Vulkanexpertin. War das nicht in Chile? War das nicht ein Vulkan? Richtig, das hätte ich auch erzählt. Genau, mein Lieblingsvulkan ist tatsächlich in Chile. Der ist, das ist der Villa Rica, heißt der. Und da hatte ich eine ganz fantastische Wanderung drauf gemacht mit Eispickeln und Schneeschuhen und drumherum und konnte dort über den Gletscher hochklettern und ja, in den Vulkankrater, der richtig geraucht und gekracht hat, reinblicken. Und es war eine recht gefährliche Sache, meiner Meinung nach. Aber in dem Moment fand ich es einfach nur schön. Hatte einen Ausblick über die ganze Vulkanlandschaft in Chile und ja. Wer mal da ist, ich kann jedem empfehlen, auf der Villa Rica drauf zu klettern. Ist doch einer fast abgestürzt, oder? Genau, ein Tourist wollte unbedingt ein Selfie machen, ist dann da entlang gerannt in seiner Schneeausrüstung, ist über seine Eispickel gestolpert und dann wirklich mit dem auf dem Bauch quasi in Richtung Vulkankrater gerutscht. Und ja, danach ist er ganz reumütig von dann gegangen. Ja, also Leute, ihr seht, Vulkane sind nicht ohne. Sind nicht ohne, aber wunderschön und doch sehr beeindruckend. Ja. So, ich hoffe, jetzt sind in der Zeit Ja, da kam gerade die Frage, auf die wir uns eben noch vorbereitet haben. Ach du Schande, was ist eigentlich aus der Parsec-Geschichte geworden? Ja, Julian, du hast recht. Willst du das erklären? Vor zwei Wochen, nee, mach du mal lieber, ich war gerade. Vor zwei Wochen hat nämlich, haben wir versprochen, dass wir das Thema Parsec einmal erklären und ja, wir haben uns akribisch darauf vorbereitet, oder? Ja, ja. Also das ist nämlich, man kann das besser visuell erklären, weil das relativ kompliziert ist, aber ich versuch's mal. Also es ist so, die Erde dreht sich um die Sonne, das wisst ihr ja. Und man kann von unserer Position, von der Erde aus, die Sterne beobachten am Himmel. Und man könnte meinen, dass der Sternenhimmel immer gleich aussieht. Im Großen und Ganzen stimmt das auch, aber er verändert sich ein bisschen. Stellt mal vor, wir gucken heute an den Himmel und sehen einen Stern. Zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, Betelgeuse im Orion. Jetzt warten wir ein halbes Jahr. In einem halben Jahr hat die Erde einen halben Orbit um die Sonne gemacht. Das heißt, wir sind ein bisschen woanders. Und jetzt gucken wir nochmal Betelgeuse an. Mit bloßem Auge kann man das nicht feststellen, aber er hat sich minimal bewegt. Minimal. In Wahrheit hat der Stern sich natürlich nicht bewegt. Wir haben unsere Position geändert. Das macht einen minimalen Unterschied aus. Und diesen Bereich, den der Stern in der Zeit zurückgelegt hat, das ist der sogenannte Parallaxenabstand. So, jetzt wäre es gut, wenn man das visuell darstellen könnte. Stellt mal vor, ihr zieht eine Linie heute von der Erde zu diesem Stern und ein halbes Jahr später nochmal. Diese Linien kreuzen sich an einem Punkt. Da oben ist der Parallaxenabstand, unten ist die Distanz, die die Erde zurückgelegt hat, und die beiden Linien kreuzen sich an einem Punkt. Das heißt, wir haben einen Winkel zwischen diesen beiden Linien. Ich nenne die eine mal die Sommerlinie und die andere die Winterlinie. Weil wir gucken bei zwei verschiedenen Jahreszeiten. Da, wo die Sommerlinie und die Winterlinie sich kreuzen, da halten wir einen Winkel. Das ist der Parallaxenwinkel oder auch Bogensekunde genannt. So. Und jetzt kamen schlaue Astronomen auf die Idee, eine Entfernungseinheit zu erfinden namens Parsec. Da, wo der Parallaxenwinkel entsteht, da, wo die Sommer- und die Winterlinie sich trifft, da denkt man sich einen Stern hin. Und der Abstand von diesem Stern zur Sonne, das ist ein Parsec. Ich glaube, es sind 3,26 Lichtjahre. Sehr verständlich, ne? Man bräuchte ein Bild dazu. Ja, man kann das auch nicht in einem Satz nochmal zusammenfassen. Also. Und Definition von einer Bogensekunde war? Ja, die Bogensekunde ist der Winkel der Sommer- und der Winterlinie. Also zwei gedachte Linien von zwei Positionen der Erde auf ihrem Orbit zu einem Stern treffen sich und der Winkelabstand ist die Bogensekunde. Der Abstand von dem, da wo die sich treffen, von dem gedachten Stern auf dem Treffpunkt der Linie zur Sonne ist ein Parsec. Genau, so hätte ich es auch erklärt, ist bestimmt absolut korrekt gewesen. Ja. Okay, besser mal zurück zu den Vulkanen, würde ich sagen. Genau. Michael fragt, können Vulkane in unserem Sonnensystem unser Leben auf der Erde beeinflussen? Theoretisch ja. Also ich meine, wenn jetzt die Vulkane auf den Monden von den Gasplaneten ausbrechen, das ist zu weit weg, ne? Also da kann nichts passieren. Wenn jetzt der Olympus Mons ausbrechen würde, der ist 26 Kilometer hoch, ne? Das heißt, ich könnte mir vorstellen, aber das ist jetzt nur, das habe ich nicht verifiziert, ich könnte mir vorstellen, dass das auf der Erde zumindest, dass Partikel auf der Erde ankommen würden, die man messen könnte. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass es schlimme Auswirkungen hätte. Aber es würde natürlich die Zustände auf dem Mars ziemlich verändern. Denn ich glaube, die dünne Atmosphäre des Mars, die würde durch so einen Ausbruch wahrscheinlich total verändert werden. Das heißt, wenn dann Siedler auf dem Mars leben, die hätten dann vermutlich eine schwere Zeit. Ansonsten hat es auf die Erde wahrscheinlich nur ganz, ganz geringe Auswirkungen. Okay, Danilo möchte was zum Polarstern wissen und zwar schreibt er, der Polarstern ist genau im Norden und man kann ihn nicht sehen aus dem Süden. Gibt es das Gleiche auch im Süden, was wir nicht sehen?
Genau, also das, der Polarstern ist halt, der steht genau im Norden. Ne? Also wir können ja mal kurz zu unserem Modell da gehen, vielleicht. Ne? Dann kann man sich das besser vorstellen. Bei der Hauptstadt hat nicht anders, aber ist egal. Mal trotzdem mal hin. Wir haben hier nämlich ein Modell, bei dem man genau das sieht. Das hat was mit der sogenannten Präzession zu tun. Die Präzession ist das Umherwackeln der Erde im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende. So, das hier ist die Erde. Und leider ist der Hauptscheiter nicht an, sonst könnten wir das bewegen. Aber im Laufe der Jahrtausende wackelt die Erde so ein bisschen hin und her. Nämlich in diesem Radius, wie so ein Kreisel. Nur weil sie auf der einen Seite vom Mond angezogen wird und auf der anderen von der Sonne. Deswegen wackelt sie. Heute sind wir hier. Ziemlich genau hier. Das heißt, die Erdachse durch den Nordpol zeigt auf den Polarstern, Polaris. Und wenn die Erde sich jetzt dreht, dann verändert sich der komplette Himmel. Aber die Erdachse zeigt ja immer weiter auf den gleichen Punkt. Und deswegen bewegt der Polarstern sich nicht. Und alle anderen Sterne schon. Das ist ein Stern wie jeder andere, nur zufälligerweise zeigt die Erdachse auf dem Polarstern drauf. Und genau, es müsste also auch auf der Südhalbkugel einen Polarstern geben, nämlich da, wo die Erdachse eben von der Südhalbkugel drauf zeigt. Aber zufälligerweise ist genau an diesem Punkt kein Stern. Das heißt, auf der Südhalbkugel gibt es keinen Polarstern, das ist ein Nordhalbkugelprivileg. Aber Jana hat euch ja eben was über die zirkumpolaren Sternbilder erzählt. Das sind die Sternbilder, die zwar nicht genau über der Erdachse stehen, aber in der Nähe. Die bewegen sich, aber die gehen nicht unter. Und solche Sternbilder gibt es auf der Südhalbkugel auch. Das Äquivalent zum großen Wagen ist auf der Südhalbkugel zum Beispiel das Kreuz des Südens. Also das bewegt sich zwar schon am Himmel, aber es geht niemals unter. Das heißt, zum Navigieren auf hoher See haben die Seefahrer früher eben das Kreuz des Südens verwendet. Genau, man sagt aber oft immer, dass das Pendant zum Polarstern Australis Polaris ist. Der ist zwar nicht so nah am Himmelspol wie der Nordstern am Nordpol, aber das ist quasi dann das Der bewegt sich halt minimal, ne? Dann reicht das immer noch, stimmt. Okay, hier möchte jemand wissen, können Vulkane noch größer als 26 Kilometer im Weltall werden oder gibt es eine Grenze? Also es gibt eine Grenze und die hat eben mit der Schwerkraft des Planeten zu tun. Je geringer die Schwerkraft, desto höher der Vulkan, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Das heißt, theoretisch könnte es jetzt auf einem Himmelskörper wie Pluto, das ist ein Zwergplanet und viel leichter als Mars, es geht gar nicht um die Größe, es geht um die Masse, aber Pluto ist auch leichter als der Mars, nicht nur kleiner. Theoretisch könnte es auf Pluto noch größere Vulkane geben als 26 Kilometer. Kann vielleicht sogar sein. Ich glaube, man hat den Pluto noch nicht komplett kartografiert, also vielleicht ist das so. Oder auf Asteroiden wie Vesta, auf Monden wie Mimas, da gibt es auch einen riesigen Berg, es ist aber kein Vulkan, Herschel heißt der. Genau, also auf kleineren, leichteren Himmelskörpern als Mars können es auch noch größere Vulkane geben. Wobei ich mir sogar vorstellen könnte, dass auch auf dem Mars noch theoretisch mehr möglich wäre, bevor der dann unter seinem eigenen Gewicht kollabieren würde. Martin möchte wissen, ob der Polarstern mal explodiert. Ja, da muss ich mal nachdenken. Ich glaube, der Polarstern ist nicht besonders groß. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das ein Stern ist, der nicht viel schwerer als unsere Sonne ist, wenn überhaupt. Das heißt, der wird irgendwann auch zum roten Riesen, wie jeder Stern, fast jeder. Aber er wird vermutlich zum weißen Zwerg implodieren und nicht explodieren. Der Grund, warum man den Polarstern trotzdem relativ gut sieht, ist, dass der sehr, relativ nah an der Erde dran ist. Das heißt, der ist klein, aber nah an der Erde dran. Okay, Michael fragt, du hast vorhin gesagt, dass in Blacksmokern anorganische zu organischer Materie wird. Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen organischer und anorganischer Materie? Also ich habe gesagt, dass es eine Theorie ist. Ne? Keiner weiß, wie das Leben entstanden ist. Ich zitiere da immer gerne Arthur Schopenhauer, der hat gesagt, jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. Finde ich ein super Zitat. Das heißt einfach, wir wissen nicht, wie man Leben herstellt. Weiß keiner, ne? Wie bei Frankenstein oder so, wo man jemanden zum Leben erweckt. Weiß keiner, wie das geht. Deswegen, das mit dem Black Smoker ist natürlich nur eine Theorie. Also ich würde das jetzt so definieren, aber ich bin bei weitem kein Biologe, dass organisches Material ist ein Material mit einem eigenen Stoffwechsel und anorganisches Material ist Material ohne Stoffwechsel. So würde ich das jetzt definieren. Und das heißt, ein Stein hat keinen Stoffwechsel, eine Amöbe schon. Und irgendwo muss dann mal dieser Schritt überschritten worden sein, wo die erste Zelle auf einmal da war und gesagt hat, so, ich mache jetzt hier mal mein Zellenzeug. Aber wie das passiert ist, keine Ahnung. Okay, derweil spendet Mario 2,22 € im Chat und bedankt sich für unsere schönen, informativen Videos. Mario, vielen Dank, Mario, das ist sehr lieb. Da fällt mir noch ein zu der Sache mit dem Leben entstehen. Das ist auch eine mögliche Antwort auf das Fermi-Paradoxon.
Das Fermi-Paradoxon ist ja, will ich jetzt nicht groß ausbreiten, sonst sind wir noch 2 Stunden dran, können wir auch mal eine eigene Führung drüber machen. Das Fermi-Paradoxon besagt ja, dass es seltsam ist, dass der Weltraum so gigantisch ist und es eigentlich irgendwo Aliens geben müsste, aber wir die noch nicht gefunden haben und die uns auch noch nicht kontaktiert haben. Also es müsste Aliens geben, aber es gibt keine. Das ist so ungefähr das Fermi-Paradoxon. Und eine Antwort darauf, warum wir noch keine Aliens gefunden haben und warum es vielleicht keine gibt, ist, dass die Entstehung von Leben, das, was wir jetzt als Übergang von anorganischem zu organischem Material beschrieben haben, dass das derart unwahrscheinlich ist, dass es nirgendwo passiert ist, außer auf der Erde. Ich sage nicht, dass ich das glaube, aber es ist eine Antwort auf das Fermi-Paradoxon. Das wäre schon ein Ding, wenn wir dieses Glück hätten, dass dieser kosmische Zufall ausgerechnet hier geschehen ist. Ich glaube, du musst dich kürzer fassen, es gibt noch 20.000 Fragen. Oh Gott. Die nächste ist von der Tochter von Sascha, 10 Jahre alt. Mhm. Sie möchte wissen, wisst ihr, wie groß unser Sonnensystem ist? Ja, also was heißt wissen, aber es gibt da Vermutungen. Also es gibt verschiedene Definitionen, aber ich sag mal meine. Ich sage, das Sonnensystem hört dort auf, wo die Schwerkraft der Sonne einen nicht mehr anzieht. Also die Sonne ist ja so schwer, deswegen hält die alles fest. Die hält ja die Erde fest und selbst noch Pluto, obwohl der super weit weg ist, der wird noch von der Schwerkraft der Sonne festgehalten und dreht sich um die Sonne. Der Punkt, wo die Schwerkraft der Sonne nicht mehr stark genug ist, um dich festzuhalten, das ist das Ende des Sonnensystems. Da wird dann die Schwerkraft von einem anderen Stern stärker. Das heißt, auf einmal zieht dich der nächste Stern an und nicht mehr die Sonne. Und dieser Ort, wo die Schwerkraft der Sonne nicht mehr stark genug ist, das ist die sogenannte Oortsche Wolke. Die Oortsche Wolke, das ist einfach so eine riesige Kugel um das Sonnensystem und die besteht komplett aus Staub und Steinen und Gas und Eis. Und wenn man die durchquert, dann ist man aus dem Sonnensystem raus. Aber die ist echt groß. Man bräuchte selbst mit Lichtgeschwindigkeit noch 1000 Jahre oder so bis dahin. Nee, Moment, stimmt überhaupt nicht. Nee, das ist Quatsch, das ist viel zu weit. Man braucht selbst mit Lichtgeschwindigkeit noch ein Jahr bis dahin. Wir reisen einfach an Alpha Centauri vorbei. Ja, genau. Also man braucht mit Lichtgeschwindigkeit ein Jahr bis zum Ende des Sonnensystems, bis zum Ende der Oortschen Wolke. Und Lichtgeschwindigkeit ist das Schnellste, was es im Weltraum gibt. Wir Menschen sind weit davon entfernt, mit Lichtgeschwindigkeit zu fliegen. Deswegen sind wir auch noch weit davon entfernt, das Sonnensystem zu verlassen, leider. In der Zeit hat Alex gespendet, 20 Euro, und er schreibt, wow, danke für die tollen Videos und Streams. Wenn ihr wieder auf habt, komme ich vorbei. Schönen Abend, Grüße, Alex aus Langenfeld. Oh, vielen Dank, das ist super lieb. Alex, welcher Alex? Gibt's aus so viele? Langenfeld. Okay, Ach, der. Ja, genau. Das ist super lieb, vielen Dank, Alex. Das ja, ihr müsst alle vorbeikommen, wenn wir wieder auf haben, es lohnt sich. Wenn wir wieder auf haben, genau. Jeden Samstag, 17.30 Uhr, nach Corona, sehen wir uns alle hier. Aber wir machen unsere Livestreams natürlich auch dann noch weiter. Ja, der nächste User möchte wissen, kann das Weltall enden? Versucht das mit den 2 Sätzen, weil es gibt noch so viele andere. Ja, oh Gott, das sind jetzt wieder diese großen philosophischen Fragen. Ja, schon. Also wenn Leute sagen, dass der Weltraum sei unendlich, ist eigentlich nicht wahr. Denn der Weltraum dehnt sich ja aus wie so ein Luftballon. Ne? Das wisst ihr wahrscheinlich, der expandiert. Und wenn der expandiert, ist irgendwo auch eine Grenze. Muss ja sein, denn der Weltraum ist ja im Urknall entstanden. Und damals ging der Weltraum aus einem winzig kleinen Punkt hervor und war auf einmal da. So, der war auf einmal da, ganz klein. Wenn wir uns diesen kleinen Weltraum mal vorstellen, sehen wir, da ist eine Grenze. Ne? Sah wahrscheinlich damals aus wie so ein Luftballon oder so. Seitdem wird er immer größer. Also irgendwo ist die Grenze. Aber das Perfide ist, der Weltraum dehnt sich mit Überlichtgeschwindigkeit aus. Innerhalb des Weltraums ist aber das Schnellste, was es gibt, Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, man kommt nicht an den Rand. Das ist unfair ein bisschen. Deswegen scheint es physikalisch unmöglich sein, das Ende zu erreichen. Aber es gibt ein Ende. Und, ohne das jetzt auch vertieft ausführen zu wollen, es gibt auch ein zeitliches Ende. Hatten wir das doch, ne? War nicht letzte Woche das Thema das Ende des Universums? Ich glaube schon. Da war Jana nicht da, da habe ich das alleine gemacht, weil Jana musste arbeiten, genau. Und da habe ich auch gesagt, es gibt mehrere Theorien, wie der Weltraum enden wird, aber er wird enden. Entweder platzt er oder er friert ein, aber irgendwann hat der Weltraum auch ein Ende. Okay, zurück zu den Vulkanen. Paul möchte wissen, wie können Vulkane so heiß sein, wenn es im Weltall so kalt ist? Ja, also die Vulkane, die befinden sich ja auf Himmelskörpern und da ist es ja je nachdem gar nicht kalt. Ne? Also stimmt, im Weltraum ist es kalt, aber auch nicht überall. Ne? Also wenn man im Weltraum rumfliegt in der Nähe der Sonne, ist es ziemlich heiß, aber im großen Teil des Weltraums ist es sehr kalt, immer dann, wenn man weit entfernt von Sternen ist. Aber auf den Planeten und Monden und Zwergplaneten kann es schon heiß sein. Siehe die Venus. Auf der Venus ist es, glaube ich, 300 Grad oder so heiß, weil die Venus eine super dichte Wolkenschicht um sich rum hat. Das ist wie so ein Ofen. Die Hitze kann nicht entkommen, weil die Wolken so dick sind. Und auf der Venus ist es sehr heiß. Ne? Deswegen sind auch die Vulkane sehr heiß. Auf dem Mars
ist es eigentlich nicht besonders heiß, das stimmt, denn der ist weiter weg von der Sonne als die Erde, deswegen ist da eher kühl. Aber im Kern vom Mars ist es heiß. Denn Planeten haben ja ein super krasses Eigengewicht, eine massive Schwerkraft. Und in der Mitte des Planeten wird deswegen der Druck sehr hoch und das erzeugt Hitze. Das heißt, obwohl es im Weltraum kalt ist, das stimmt, ist es in den Kernen vom Planeten meistens heiß. Und deswegen kann da eben Vulkanismus entstehen. Olli möchte wissen, könnte ein Planet nur aus Gold bestehen? Theoretisch ja. Ich überlege gerade. Ja, so Gold scheint ein relativ seltenes Element zu sein. Auf der Erde zumindest ist es nicht so häufig, ne? Deswegen ist es ja auch relativ wertvoll. Und im Universum ist es jetzt auch nicht gerade wie Sand am Meer vorhanden. Zumindest habe ich noch nichts davon mitbekommen, dass man auf anderen Planeten große Goldquellen entdeckt hätte. Es gibt Asteroiden mit einem hohen Goldanteil. Also überall, global gesehen im Weltraum sozusagen, gibt es natürlich eine Menge Gold, ne? Aber es scheint jetzt nicht eines der häufigsten Materialien zu sein. Zum Beispiel ganz normaler Stein scheint viel öfter vorzukommen. Deswegen haben sich ja die inneren Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars aus diesem Material gebildet und nicht vor allem aus Gold. Es kann aber bestimmt irgendwo ein Sonnensystem geben, wo die Verteilung anders ist oder wo durch irgendwelche irren Zufälle aus irgendeinem Grund viel mehr Gold als Stein vorhanden ist. Würde ich auf keinen Fall ausschließen. Es gibt mit Sicherheit Exoplaneten, die einen sehr hohen Goldanteil haben, da bin ich mir sicher. Wo es vielleicht ganze Goldlandschaften gibt. Ob es einen Exoplaneten gibt, der nur aus Gold besteht? Ich meine, Planeten bestehen ohnehin nicht nur aus einem Material. Siehe die Erde, da ist ja super viel Kram drin in der Erde. Deswegen Planeten nur aus Gold glaube ich nicht, aber sehr goldlastige Exoplaneten bestimmt. Okay, Martin hat da was im Hintergrund erspäht. Er möchte wissen, was ist das für ein Zeichen hinter dir auf der Tür, wo SETI draufsteht? Ah ja, jetzt habe ich leider mein Shirt nicht an. Ja, stimmt. Jana hat mir ein T-Shirt geschenkt, genau mit diesem SETI-Dingens. Das ist das, was man mit dem Arecibo-Teleskop geschickt hat, ne? Also SETI allgemein bezeichnet die Suche nach außerirdischem Leben. Ich glaube, Search for Extraterrestrial Intelligence heißt das. Und unter diesem Projektnamen SETI gibt es eben verschiedene Dinge, die man unternimmt, um nach intelligentem Leben zu suchen. Unter anderem hat man dieses Signal verschickt mit dem Arecibo-Teleskop in Puerto Rico. Das ist ja leider vor 4 oder 5 Wochen oder so eingekracht. Und ich glaube, es wird noch nicht wieder aufgebaut. Sehr traurig. Und man hat diese Nachricht in den Weltraum geschickt, nämlich in ein Gebiet, wo sehr, sehr viele Sterne sind. Man gesagt hat, okay, da ist eine super hohe Sternendichte, da gibt es also wahrscheinlich auch viele Planeten. Also wenn es irgendwo Aliens gibt, vielleicht da. Also schicken wir genau dahin mal unsere Nachricht. Und ihr seht, die besteht nur aus so Pixeln, weil Kommunikation mit potenziellen Aliens ist natürlich schwierig. Man muss sich überlegen, was würden die verstehen? Also welche Nachrichten kann eine außerirdische Spezies verstehen? Das muss halt sehr einfach gehalten sein. Nicht, weil die dumm wären, sondern weil die vielleicht ganz anders kommunizieren als wir Menschen. Ich weiß nicht im Einzelnen, was diese Nachricht enthält. Ich würde jetzt mal mutmaßen, dass das hier ein Mensch sein soll, oder? Das soll wahrscheinlich den Aliens sagen, wie wir aussehen. Wobei, wenn die anhand von diesem Ding hier eine Skizze eines Menschen rekonstruieren, will ich nicht wissen, wie die denken, wie wir aussehen. Wahrscheinlich ist hier noch unser... Das hier könnte unser Sonnensystem sein und die Himmelskörper. Schau mal, wie sie steht. Genau, das ist eine binär kodierte Botschaft. Und was steht hier? Ah, da steht er. Beschreiben die Grundbausteine des Lebens auf der Erde, die Struktur der DNA, die ist hier abgebildet, die Umrisse einer menschlichen Figur, das Sonnensystem und das Bild des Arecibo-Teleskops. Ich nehme an, das hier soll wahrscheinlich das Arecibo-Teleskop sein. Also da müssen die Aliens schon schlau sein, wenn die das verstehen wollen. Andere SETI-Nachrichten sind zum Beispiel die hier, die hat man ja auf den Voyager-Sonden angebracht. Oder Pioneer, jetzt bin ich mir unsicher. Pioneer, genau. Das ist eine Plakette auf der Sonde Pioneer. Die hat die äußeren Planeten erforscht, hier sieht man es. Und jetzt ist sie aber halt unterwegs irgendwo in den Rest der Galaxis. Und da hat man gesagt, okay, wenn die zu anderen Sternen fliegen wird, dann bringen wir noch eine Plakette an. Falls sie mal Aliens finden, dann haben sie eine Grußbotschaft von uns. Und ja, heute würde man sich wahrscheinlich aufregen, weil nur 2 Geschlechter abgebildet sind und nicht 10 oder so. Aber okay, weiter geht's. Paul hat eine Frage, noch eine. Der fragt, verändert der Mond seine Farbe grün oder so? Die haben das in der Schule gesagt. Ja, ich glaube, wir haben bald wieder einen Blutmond. Ne? Das haben mir jetzt schon mehr Leute erzählt. Ich habe vergessen, mich zu informieren. Also grundsätzlich gibt es immer so einen Blutmond. Da ist der Mond dann rot.
Das können wir auch mal kurz zeigen, dann um die Ecke. Ich glaube, heute machen wir Rekordlänge bei der Führung. Ich glaube auch, es gibt noch so viele Fragen. Und da kommt halt, also das ist eine Unterart von einer Mondfinsternis. Bei einer Mondfinsternis ist es so, die Erde schiebt sich zwischen Sonne und Mond. Das heißt, die Erde verdeckt das Licht von der Sonne und der Mond leuchtet ja nur, weil die Sonne ihn anleuchtet. Der leuchtet ja nicht von selbst. Und bei so einem Blutmond kommt aber noch ein bisschen Licht durch. Und dieses ganz kleines bisschen Licht, was durchkommt, das färbt den Mond komplett rot. Das nennt man Blutmond. Und ich glaube, wir haben jetzt im April wieder einen. Aber also, sagt mir mal, schreibt mal, wenn ihr es wisst, wann ist der nächste Blutmond? Ist er tatsächlich jetzt im April? Und so kann der Mond halt seine Farbe verändern. Grün kommt mir komisch vor. Mhm. Es gibt den Supermond und wenn der im Winter ist, nennt man den Superschneemond, aber... Hier schreibt einer gerade zurecht, der Mond verändert natürlich nicht die Farbe, sondern nur das Licht, was quasi unterreicht. Genau, das hatte ich völlig richtig. Der Mond bleibt immer gleich, genau, es ist nur das Sonnenlicht, das variiert, richtig. Genau. Also grüner Mond kommt mir komisch vor, aber ja, wer weiß. Müssen wir mal recherchieren. Ja. Okay, Alex fragt, hat jeder Stern eine Oortsche Wolke? Theoretisch müsste jeder Stern zumindest die Fähigkeit besitzen, eine Oortsche Wolke auszubilden, denn das ist ja nur eine... die Begrenzung der Schwerkraft oder da, wo die Schwerkraft noch stark genug ist, um Material anzuziehen. Also theoretisch könnte jeder Stern eine Oortsche Wolke haben, aber es kann natürlich sein, dass es Sonnensysteme gibt, in denen das komplette Material, Gas, Staub und so, aus irgendeinem Grund weggepustet wurde. Da ist einfach nichts, was sich um den Stern dreht. Dann gibt es halt keinen Dreck, der eine Oortsche Wolke ausbildet. Aber habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, jeder Stern kann eine Oortsche Wolke haben und die meisten haben wahrscheinlich auch eine. Okay, eine interessante Frage. Oh, jetzt ist sie weg. Was ist die, ich hoffe, ich habe es richtig gemerkt, die Schwarzwaldtheorie? War das das? Nein, du meinst die dunkle Waldtheorie wahrscheinlich. Hier steht, glaube ich, Schwarzwald. Ja, das ist aber soll bestimmt die dunkle Waldtheorie sein. Also die Schwarzwaldtheorie gibt es vielleicht auch, aber die, weiß nicht, vielleicht was mit Schwarzwälder Kirchtorte zu tun oder so. Genau, das ist bestimmt die dunkle Waldtheorie gemeint. Über die habe ich letztens ein Video gemacht. Die kommt aus dieser Trisolaris. Reihe, hast du die nicht gelesen? Mhm. Ja. Und da wird argumentiert, das ist auch eine Antwort auf das Fermi-Paradoxon. Da wird argumentiert, dass die erste Spezies, die es in einer Galaxie schafft, raumfahrend zu werden, also die erste Spezies, die es schafft, zwischen den Sternen zu reisen, dass die alle anderen Spezies, die intelligent werden, auslöscht, bevor die zu schlau werden. Weil diese Spezies sagt sich, wir brauchen keine Konkurrenz, wir töten lieber alle anderen in der Galaxie, die zu schlau werden, bevor sie ein Raumfahrtprogramm entwickeln. Und die durchstreifen die Galaxis und töten alle anderen Spezies. Das ist die dunkle Waldtheorie, weil demnach wäre die Milchstraße wie ein dunkler Wald, in dem man sich versteckt halten muss, weil überall Jäger umherpirschen. Wenn das stimmen würde, würden wir Menschen uns gerade extremer Gefahr aussetzen, indem wir zum Beispiel Radiowellen in den Weltraum schicken oder das SETI-Signal. Wir laden die Aliens ja sozusagen zu uns ein. Und wenn dann so eine Spezies sagen würde, okay, die löschen wir mal lieber aus, bevor die noch schlauer und fortgeschrittener werden, dann wäre doof. Das ist die dunkle Waldtheorie. Es ist nicht gerade wahrscheinlich, also würde ich mir keine schlaflosen Nächte wegen machen. Aber vielleicht gibt es auch die Schwarzwaldtheorie. Vielleicht gibt es auch die Schwarzwaldtheorie, das kann sein. Okay, eine Frage noch. Gibt es auf Gasriesen auch feste Materie, wie zum Beispiel Gesteine? Grundsätzlich nicht. Also die bestehen ja ohnehin, also die haben riesige Gasschichten, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Und im Zentrum ist ja ein fester Kern. Also so gesehen kann man schon sagen, Gasriesen bestehen auch aus festem Material, nämlich einem festen Kern. Aber der Großteil ist natürlich Gas. Und da gibt es kein festes Material. Es kann aber, stimmt auch nicht. Es kann natürlich mal passieren, dass Asteroiden da reinkrachen. Nur da gibt es auch eine richtig coole Aufnahme. Ich glaube, das sind die Shoemaker-Levy-Asteroiden oder so. Komet. Mhm. Die sind in Jupiter reingekracht. Das hat man gefilmt. Sieht super spektakulär aus. Das wird sicherlich regelmäßig passieren. Und durch den hohen Druck auf den Gasplaneten kann es passieren, dass sich Gase komprimieren und fest werden. Zum Beispiel weiß man von Neptun und Saturn, glaube ich, wahrscheinlich auf allen Gasplaneten, dass teilweise Kohlenstoff komprimiert wird. Und ihr wisst vielleicht, komprimierter Kohlenstoff ist Diamant. Das heißt, auf den Gasplaneten regnet es Diamanten. Also so gesehen, ja, es gibt da auch feste Materie. Was haben wir okay, noch? War ich noch glaube, eine oder was? Oder ja, noch? Aber mein Chat hing gerade, deswegen muss ich einmal kurz scrollen. Nemesis war aber das Thema, die Nemesis-Theorie von Tim Dice, genau. Hey Tim, kennst du die Nemesis-Theorie, also dass die Sonne einen Begleiterstern hat und glaubst du, dass etwas dran ist? Grüße aus der Stuttgarter Gegend, Tim. Ja, das habe ich schon mal gehört. Das ist diese zweite Sonne oder diese Gegensonne oder was, ne?
Also das habe ich bisher nur aus so esoterischen Kreisen ehrlich gesagt gehört, weil dann da gesagt wird, dass diese zweite Sonne irgendwie uns beeinflusst oder so. Ich möchte es da nicht ausschließen, das kann sein. Ne? Wir kennen selbst unsere galaktische Umgebung erstaunlich schlecht. Selbst da werden immer wieder neue Sachen gefunden und die Karten unserer galaktischen Umgebung werden neu geschrieben und alles. Wir wissen noch nicht mal, ob es diesen ominösen Planet 9 gibt. Ne? Also wir wissen nicht, ob es hinter Neptun noch einen Planeten gibt. Deswegen wäre es wahrscheinlich vermessen zu sagen, dass ich es völlig ausschließe, dass es noch einen anderen Stern in unserem Sonnensystem gibt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte, also man geht davon aus, muss aber auch nicht stimmen, dass die Hälfte aller Sternsysteme in der Milchstraße Doppelsternsysteme sind. Oder sogar mehr. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich. Vielleicht gibt es noch einen Stern, aber ich würde eher sagen nein, weil das hätte man vermutlich dann doch schon entdeckt. Denn ein Stern kann sich ja auch nicht so gut verstecken wie Planet 9 zum Beispiel, denn ein Stern leuchtet ja. Das macht Sterne meistens sehr einfach zu finden. Deswegen, ich glaube nicht, aber auch ganz ausschließen kann ich das auch nicht. Okay, Leute, boah, jetzt haben wir wieder einen Ritt durch den kompletten Kosmos gemacht. Jetzt haben wir schon eine Stunde voll gemacht heute? Oder? 66 Minuten sind wir gerade. Das habe ich Rekord, oder? Haben wir noch nicht gemacht, ja. Cool. Also es hat mir wieder total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Nächste Woche Donnerstag um 18.30 Uhr haben wir natürlich wieder einen Livestream, aber wir haben noch kein Thema. Also wenn ihr wollt, schreibt uns gerne nach dem Stream unter das Video in die Kommentare eure Themenwünsche. Dann werden wir mal gucken, ob was Cooles dabei ist und vielleicht machen wir das dann nächste Woche um 18.30 Uhr. Außerdem, vergesst auf keinen Fall meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, denn nur dann verpasst ihr nicht meine neuen Videos. Morgen kommt mein neues Video, da geht es um Wasservorkommen unter der Sahara. Auch sehr spannend. Und dann helft ihr mir, mein Ziel von 50.000 Abos zu erreichen. Das freut mich sehr. Außerdem, wenn ihr unsere Führung etwas unterstützen wollt, schaut gerne mal in unserem Weltraumshop vorbei, voyagershop.org, und kauft euch meine Weltraumbücher, Plüschplaneten, Meteoriten, Astronautennahrung und so weiter. Das unterstützt uns sehr. Ansonsten, Leute, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Macht's gut. Tschüss.